Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Mein Name ist Ralf und ich bin heute im Gespräch mit Roberto, einer der drei Oliven von Die drei Oliven. Bevor es die Marke gab, brachten Konstantinos, Wolfgang und Roberto für Freunde und Verwandte gutes Olivenöl aus Griechenland nach Deutschland mit. Denn Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl. Heute importieren sie das gute Olivenöl und andere Leckereien aus Griechenland im ganz großen Stil. Wenn auch ihr mal richtig gutes Olivenöl probieren wollt und auch gerne die Leidenschaft und Hingabe der Jungs für gute Lebensmittel teilt und unterstützen wollt, dann schaut auch mal in ihrem Online-Shop auf 3oliven.de vorbei. Dort findet ihr auch einen Blog mit tollen Rezepten zum Nachmachen. Ebenso lohnt sich ein Besuch auf ihrer Instagram-Seite. Dort findet ihr ebenfalls alle Produkte und einige Bilder zur Inspiration. Wird aber natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Roberto und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Roberto, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Finde ich klasse. Mir geht's gut. Ich bin gerade in Belgien, mache hier ein bisschen Urlaub. Zwar bei verregnetem Wetter, aber man macht das Beste draus. Belgien. Die Belgier sind bekannt für gutes Essen, ne? Das stimmt, ja. Kann ich nur bestätigen, ja. Ja, sehr schön. Roberto, bevor wir anfangen, stelle ich immer gerne ein paar schnelle Fragen. Ne? Ja. Ich weiß, du kennst das aus den vorherigen Interviews sicherlich. Antworte einfach drauf, was dir gerade in den Sinn kommt. Alles klar. Bist bereit? Jo. Tee oder Kaffee? Tee. Bier oder Wein? Eher Wein. Okay, es geht auch beides, ne? Beides geht natürlich immer zum Anlass, ja, aber tatsächlich dann eher vielleicht der Wein, ja. Nacheinander. Schwein oder Rind? Rind. Ketchup oder Mayo? Also wenn es sein muss, dann Ketchup, aber sonst verzichte ich gerne auf beides. Echt? Krass, ja. Okay. Gas oder Kohle? Mittlerweile Gas. Ja, ist angenehmer, ne? Ja, ist angenehmer und ich habe lange mit Kohle gearbeitet, fand das auch gut. Und irgendwann bin ich tatsächlich mal zum Gas übergegangen, weil vielleicht auch die Mengen mehr wurden, die ich verarbeiten musste und vielleicht auch präziser für bestimmte Dinge. Und da bin ich tatsächlich nachher beim Gas hängen geblieben, ja. Ja, lässt sich ein bisschen leichter steuern. Ja. Diese Keramikgrills, die sind ja dann, da kriegt man es dann auch wohl wieder hin mit der Temperatursteuerung und so, aber das, ich bin auch Gasgrill. Ich bin auch Team Gasgrill, auf jeden Fall. Kochen oder bestellen? Kochen, okay. Wir hatten letztens ein Interview mit dem Sascha von Küstenglut, der kommt da auch oben von euch. Und der sagte tatsächlich bestellen, weil er sagte, bei denen gibt es so gute Sushi-Restaurants, das könnte man selber nicht hinkriegen. Also in dem Punkt, da gebe ich ihm recht. Also wir haben hier einen Italiener, der macht Pizza American Way und das ist wirklich super. Ja, also der Käse zieht sich hoch, wenn du das Stück nimmst und so. Da muss ich sagen, ja, das kriegst du selber nicht so hin. Holzbackofen, so wie es sein muss. Also wenn es dann um Pizza geht, dann würde ich auch sagen bestellen, aber es geht dann natürlich ums Generelle. Ja, genau. Es ging um alles. Alles gut. Weiße oder schwarze Schokolade? Weiße. Weiß ist geil, ne? Ja. Wurst oder Käse? Wurst. Sonnenblumenöl oder Rapsöl? Das ist gemein, ne? Oh, das geht ja direkt durchs Herz. Aber tatsächlich in dem Fall Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl, okay. Sehr gut. Oliven oder Peperoni? Oliven. Sommer- oder Winterurlaub? Oh, beides unbedingt. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin Freund von allen Jahreszeiten tatsächlich und ich genieße einen super schönen Sommerurlaub am Strand, so 2 Wochen toter Mann am Meer, ja. Genauso wie im Skiurlaub oben auf den Bergen die Piste runterfahren. Also da könnte ich mich nicht für entscheiden. Nee, also da. Ich hatte jetzt fest darauf gehofft, dass du sagst Sommerurlaub und wir so den Bogen zu Griechenlandurlaub kriegen. Ja, also da ist tatsächlich, das ist meine Wurzel, da kommen wir nachher noch drauf, aber das ist tatsächlich 50-50, ja. Also da ist ja, sehr gut. Kein Reinblut. Ja, sehr schön. Roberto, sei so nett und erzähl uns doch zunächst einmal, wer du bist und woher deine Leidenschaft für die Oliven kommt. Ja, ich bin geboren tatsächlich in Athen. Aufgewachsen bin ich quer durch Europa. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Griechin. Die haben sich witzigerweise in Deutschland kennengelernt.
haben sich dann aber entschieden, nach Griechenland zu ziehen. Und da bin dann mein Bruder und ich zur Welt gekommen. Und wir sind dann ein bisschen quer durch Europa. Wir haben eine Zeit lang in Österreich gewohnt, eine Zeit lang in der Schweiz, dann nach Deutschland, Heilbronn, Köln, Hamburg. Ja. Und jetzt mittlerweile in Mannheim wieder angekommen. Jetzt bin ich auf dem Weg langsam runter wieder nach Griechenland. Mal gucken, ob ich es ganz nach unten schaffe. Zu mir hat mal einer gesagt, wir sind alles Europäer, wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Ja, das ist tatsächlich so. Also, wenn man mich grundsätzlich fragt, sage ich auch, ich empfinde mich eher als Europäer. Also, ich habe auch durch mein Tagewerk, was ich mache, auch in Europa komplett vernetzt mit vielen Kollegen. Und klar, natürlich ist die Basis Englisch, auf der man spricht. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich auf Französisch, auf Spanisch, auf Italienisch ein paar Sätze, sag ich jetzt mal, reicht, um nicht zu verdursten und zu verhungern. Ja, dafür reicht es immer, Hallo zu sagen. Aber sehe ich genauso. Also, ich habe schon ziemlich viel gesehen in Europa und ich würde auch, also prinzipiell, wenn ich natürlich, also ich würde sagen, auch Europäer, das Ja. passt eigentlich ziemlich gut. Ich denke, das Ist ein schöner andere. Spruch, ne? Das ist ein schöner Ja, Satz. absolut. Also ich sage das, wie gesagt, ich sage das echt witzig. Ich sage das auch sehr gerne, weil das einfach passt und ich finde, die Nationalitäten auch immer mehr miteinander verschwimmen hier in Europa. Und jetzt, wenn man hier in Belgien ist, du hörst der eine Franzose, die sprechen zwischen Französisch, Niederländisch, also die wechseln zwischen verschiedenen Sprachen hin und her. Englisch ist dabei, manche sprechen auch Deutsch. Also da triffst du wirklich auf alle Nationalitäten, die kommen auch aus überall her. Und das ist das Schöne hier in Europa, dass du wirklich Multikulti hast, und das sich aber harmonisch zusammenfügt. Ja, genau. Jeder lässt auch so seinen Freiraum im besten Fall. Ich meine, es gibt ja auch ein paar Idioten, die sehen das anders, aber an die wollen wir jetzt nicht denken. Genau. Aber dann ist ja auch, ja, gut, aber dann erklärt es ja auch, wie ihr dann irgendwie zu diesem Olivenöl dann aus Griechenland gekommen seid. Das ist ja dann. Also die Geschichte ist eigentlich ein bisschen umfangreicher. Ich habe irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, ich sage, Mensch, lass uns mal irgendwas mit Griechenland machen. Das hat mich damals angesteckt. Ich bin damals von meiner damaligen Firma bin ich nach Griechenland geschickt worden, um dort Trainings zu machen im Chemiebereich. Da komme ich eigentlich her, aus dem chemischen Bereich. Und gesagt, gehe ich runter, habe dann mit den Trainings gemacht. Wir hatten da so eine Software aufgebaut und ich war da 3 Tage mit den Jungs zusammen und die haben so ein bisschen erzählt und ich war dann nochmal unten und habe gesagt, Mensch, das macht so viel Spaß mit denen auch, weil da hängt natürlich auch so ein bisschen das Herz dran. Wir haben da viel Familie und so weiter. Wir haben da auch unser Sommerhäuschen, wo wir im Sommer dann sind. Und ich habe gesagt zu meinem Vater, wir müssen da irgendwas machen. Der hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Kopf dafür, der war mit seinen Trainings stark beschäftigt. Er hat gesagt, ach komm, Olivenöl oder irgendwas, was man da klassisch machen würde, das macht doch gar keinen Sinn, da gibt es doch schon ganz viele. Naja gut, irgendwann kam da der Costadinos dazu, das ist dann ja die dritte Olive und er sagt, Mensch, ich habe da einen ganz tollen Bekannten unten, der macht hervorragendes Olivenöl. Ja gut, da sagt mein Vater, ja, da musst du mit meinem Sohn sprechen, der hat dafür ein offenes Ohr. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann haben wir uns dann doch zu dritt dahin gehockt und haben gedacht, komm, wir probieren das einfach mal und gucken, was passiert. Und ja, und daher kommt eigentlich die Liebe. Die Liebe kommt eigentlich aus dem Land zu den Menschen, ja, die eine ganz tolle Art und Weise haben und auch ja, dieses Südeuropäische tatsächlich auch leben, so wie man sich einen klassischen Südeuropäer vielleicht vorstellt, ja, der so den Ja. Tag hineinlebt, der Genau, wenig Pünktlichkeit hätte ich jetzt auch, wenig, wäre wenig das Erste gewesen. Pünktlichkeit, viel Melancholie, ja, früher Ja, war das so, genau. aber auch es Verstehen, das Leben zu genießen und die schönen Momente wirklich so zu feiern, wie sie sein sollten. Und das ist, glaube ich, das, was wir als, ich sage jetzt mal, Mitteleuropäer vielleicht ein bisschen besser lernen können. Wir feiern Erfolg, sagen, ja, das habe ich erreicht und sind aber gedanklich schon 2 Schritte weiter, was muss ich als nächstes machen? Und vergessen vielleicht einen Moment da zu verweilen, wo wir gerade sind, weil dahin zu kommen, war ja auch kein Pappenstiel. Wir gucken zurück und sagen, ja, war ja eigentlich ganz einfach. Nee, war es Ja, aber genau. nicht. Ja, vom halben Jahr vielleicht, dass man angefangen gesagt, boah, wenn wir da hinkommen, das wäre doch super. Und dann sind wir da und vergessen diesen Moment zu zelebrieren, zu sagen, Mensch, toll. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, von den Südeuropäern allgemein lernen können, zu sagen, Mensch, komm, ist doch super, feier das erstmal. Und noch ein Punkt, man fragt immer, was bist du lieber? Oder nee, andersrum, man fragt mich immer, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Griechen? Und ich Ja. sage dann immer, der Unterschied, ein Deutscher lebt, um zu arbeiten und ein Ja. Grieche arbeitet, um zu leben.
Ja, Ja, das verstehe. heißt also, wenn um 17 Uhr Feierabend ist, dann guckst du in Deutschland, sind noch alle da und sagen, ja, 18 Uhr komme ich nach Hause, ich muss noch schnell die Mail, ich muss noch schnell die Präsentation fertig machen. Guckst du um 17 Uhr in ein griechisches Büro, dann siehst du, wie sich leere Stühle drehen, ja, Ja. weil die alle eine Viertelstunde später im Café irgendwo in Athen verabredet sind mit ihren Freunden und dort sitzen und sich über den schönen Tag freuen, dass sie jetzt Feierabend haben und sitzen dann da bis 20 Uhr, 22 Uhr vielleicht und quatschen noch und gehen dann gemütlich dann nach Hause. Und das ist so. Und wenn das alle so machen und auch jeder so erwartet, wird es ja auch nicht zum Problem. Richtig, genau. Ne? Prioritäten anders gesetzt, ne? Richtig, ich erinnere mich, ich war da zum Training, habe gesagt, um 9 Uhr legen wir los, wir haben ein starres Programm. Um 9:30 war der Erste da, kam mit dem Kaffee und sagte so, du bist schon da? Ich sage, ja, wir wollten um 9 anfangen. Ja, 9, ja, mit Gänsefüßchen oben. Ja. So um 10:30 waren dann alle langsam da. Das war so ein Team von 10 Mann, die waren dann langsam alle da und haben angefangen. Hat natürlich nicht gepasst, aber wir haben pünktlich Feierabend gemacht. Da kannst du aber sicher sein. Natürlich, natürlich. Dafür machen wir heute Abend eher Schluss. Ja, sehr gut, sehr Genau. gut. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Oder nee, recherchiert nicht. Ich habe mich an eine alte Situation erinnert, wo ich mal im Fernsehen was gesehen habe. Und zwar von den Steel Buddies. Von Michael Manousakos wissen wir, dass das beste Olivenöl aus Griechenland kommt und nicht aus Spanien. Hast du eine Erklärung, was den Unterschied ausmacht? Kannst du da. Also ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. Ja, ich hatte, der hat da damals in seiner Pfanne so einen halben Liter Olivenöl. Dann hat er sich da zwei Eier reingeschlagen und hat dann eine gefühlt Viertelstunde darüber philosophiert, warum das beste Olivenöl aus Griechenland kommt. Okay, nee, die Szene kenne ich tatsächlich nicht. Nee, kenne ich nicht. Was ich natürlich sagen kann, ist natürlich, dass die Wiege der Zivilisation natürlich in Griechenland entstanden ist, ist ja klar. Wir haben ja die Demokratie Ja. erfunden und so ein paar andere Sachen. Und von daher ist natürlich klar, dass alles andere natürlich, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer oder kennst du den Film My Big Fat Greek Wedding? Ja. Ja, da läuft ja auch Aber der da war. Papa. Da läuft ja mal der Papa rum und erklärt, dass jedes Wort eigentlich griechischen Ursprungs ist. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, Ja, aber den also da Film gibt es meine ich den, gesehen zu haben. ja, also da gibt's den gibt's den Papa, den alten Griechen, und der erfindet oder der erklärt jedem Kind oder auch jedem Erwachsenen, der es hören will, warum dieses Wort jetzt griechischen Ursprungs ist. Ja? Für die wildesten Worte, die tatsächlich nichts mit Griechisch zu tun haben, findet er die Erklärung, warum es griechisch ist. Und Ja. das ist so ein bisschen die Mentalität, ja. Das ist so ein bisschen die Ach so, Mentalität. okay. Also, okay. Sehr Ja. geil, Wir sehr haben geil. alles erfunden, wir können alles und alles, was von uns kommt, ist das Beste. Und wenn es nicht das Ist auch Beste ist, so dann kommt es fest. nicht von uns. Das ist eine ganz Sowieso. einfache Sache. Da braucht man gar nicht groß diskutieren. Aber griechisches Olivenöl ist ja tatsächlich besonders gut, oder? Also, wenn ich auch so beim Einkaufen mal so zwischen die Regale gucke, da sieht man, also das Griechische sucht man da schon vergebens. Meistens ist es immer das Spanische. Und man hat auch immer das Gefühl, dass das Griechische tatsächlich auch immer irgendwie ein bisschen teurer ist. Also im Prinzip, also ich sag mal so, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, das ist tatsächlich Geschmackssache. Du kannst verschiedene Dinge probieren und wir beide probieren genau das Gleiche und kommen beide zum unterschiedlichen Schluss. Du Ja, sagst, ist letztendlich mag ich, Geschmackssache, ne? und ich sage, Ja. mag ich gar nicht. Finde ich ja super eklig. Ja. Worüber man nicht streiten kann, sind natürlich über Qualitäten. Darüber kannst du nicht streiten. Ich kann festlegen, anhand von bestimmten Werten, von chemischen Werten, ob etwas gut ist oder etwas schlecht ist. Vom Nährwert her und so weiter. Das war jetzt ja auch gerade im Olivenöl, war das ja gerade viel. Da kam ja dieser Bericht über Mineralölverschmutzungen in Lebensmitteln allgemein und unter anderem ja auch bei Olivenöl. Und sowas kann ich messen. Und wenn ich natürlich eine Verschmutzung im Öl habe, dann kann mir das zwar schmecken, aber dann kann es faktisch trotzdem kein hochwertiges Produkt sein. Richtig, es kann ja noch ungesund sein oder ja, Genau, richtig. ja. Die Reinheit, ganz klar, ne? Ja. Klassischer Fall, ich sage jetzt mal industriell hergestellte Schokolade, ja, schmeckt gut, ist aber nicht Ja, gut, ja. Also ich sage genau, mal, genau. da ist ein gewisser Unterschied und das ist da, wo ich sage, über den Geschmack, man kann das Olivenöl mögen, ja, genauso wie beim Wein. Also beim Olivenöl ist es klassisch, das ist ja eine Olive. Und die Olive ist an einem Hang, da ist ein Boden, da sind Nährstoffe drin und das prägt ja die Olive genauso, wie es eine Weintraube prägt. Ja, Ja? klar. Bei Wein weiß jeder, ja, das ist die Rebe, das ist der Jahrgang, da war viel Sonne, da war viel Regen, da war das und das. Deshalb schmeckt der Wein so und so. Beim Genau. Olivenöl sagen alle, ja, das schmeckt ja ganz anders. Ich sage, ja, es ist aber auch im Grunde eine Frucht, die natürlich zur Gewinnung beiträgt. Das heißt, wenn diese Frucht oder wenn diese Olive jetzt
wenig Wasser gesehen hat, wenig Sonne gesehen hat, viel Wasser gesehen hat, was auch immer, ja, auf besonders steinigen Boden gewachsen ist oder andere, dann wird das einen anderen Geschmack haben als ein Olivenöl, was von Bäumen geerntet worden ist, die 50 Kilometer weiter südlich, nördlich, westlich, östlich stehen. Ja, und auch da natürlich ohne Bewertung. Also das ist dann ja vielleicht wieder, richtig. Ist das dann auch Geschmackssache oder würdest du das auch, ist das auch ein Qualitätsmerkmal? Nee, das ist tatsächlich Geschmackssache. Also im Prinzip ist es natürlich so, dass man bei Olivenöl muss man, die Kriterien sind relativ hoch nach der Europäischen Union. Ja, wir sind ja in Europa, sind wir ja die, oder wir sind ja Weltmeister in der Produktion von Olivenöl, ganz allgemein. Mhm. Ja, Spanien ist da ja Vorreiter, die sind Nummer eins, da gibt es nichts. Dann kommen die Griechen, dann kommen die Italiener, was die Produktion ja. an Olivenöl angeht. Und von der Menge her, ja. Und wir produzieren, also ich glaube, fast 40% des Gesamtmarktes auf der ganzen Welt. Ja. Ah, okay. Oh, und dann kommen natürlich irgendwo die Amerikaner, es kommt natürlich der afrikanische Markt, es kommt natürlich auch alles, was östlich von der EU ist, da wird natürlich auch viel Olivenöl produziert, aber die kommen alle, auch Australien zum Beispiel, aber die kommen alle dann in kleineren Beträgen, aber machen in der Summe nicht so viel, wie wir das hier machen. Ja. So, und da gibt es natürlich Unterschiede. Die Oliven an sich werden ja auch unterteilt in verschiedene Olivensorten. Also da gibt es nicht nur eine Olive, sondern da gibt es ja verschiedene. Da gibt es Goronaiki, da gibt es Patrini-Olive. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sorten, die nur für Olivenölgewinnung gedacht sind. Und da gibt es auch Oliven, die nur für den Verzehr gedacht sind. Ja. Ah, okay. Ja. Also genauso wie du. Auch da wird richtig gezüchtet in die Richtung, richtig. Was man danach mit vorhat. Genau. Cool. Ja, also du, genauso wie du nicht auf jede Weinrebe, also ich wohne ja aktuell in der Pfalz, direkt in der deutschen Weinstraße, also ich sehe die Reben quasi von mir aus dem Fenster heraus. Und da ist es ja auch so, du kannst ja auch nicht einfach an eine Weinrebe gehen und irgendeine Traube essen. Die schmeckt ja gar nicht wie eine Esstraube. Und da sind genau das Gleiche muss man sich mit der Olive vorstellen. Und deshalb ist auch Olivenöl so unterschiedlich. Auch wenn es die gleiche Sorte ist. Also ich sag mal, auf der Welt, du hast fast 70% der Olive, die für Olivenöl genommen wird, ist die Goronaiki-Olive. Das ist diese Sorte, so heißt die. Die ist unheimlich robust. Ja, also die kann so ziemlich jede Wetterlage ab. Ja, ob es schneit, ob es friert, ob es 3 Monate Hitzewelle gibt oder so, das kann der Baum alles ab und die Olive auch. Also die ist sehr, sehr, oder sagen wir mal, unverwüstlich. Und dann gibt es halt andere Oliven. Aber die Koronaiki-Olive, die zum Beispiel in Kreta wächst, schmeckt ganz anders als die auf dem griechischen Festland oder die in Spanien oder die in Italien zum Beispiel. Ja, ja? Wahnsinn, ne? Weil es natürlich andere Bodenbegebenheiten sind. Ja, klar. Und das und auch andere Niederschläge und so und salzige Luft oder auch nicht. Und, genau. Ja, und das ist also kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich habe bei euch auf der Internetseite gesehen, dass ihr euer Olivenöl aus diesen zwei, Koronaiki und Patrini, ja. Ich wollte sagen, aber ich traue mich nicht, so nehmen wir gerade eben. Warum kannst du, also die eine ist robust, haben wir jetzt gerade erklärt, aber was macht das mit dem Geschmack des Olivenöls und warum diese beiden Sorten? Ja, also grundsätzlich zum Verständnis. Olivenöl hat einen sehr hohen Anteil an Polyphenolen. Das ist unheimlich gesund. Ja. Ja, also das ist gut für die Durchblutung. Es gab jetzt auch mal eine Studie, die außerhalb von Spanien und Griechenland gemacht worden ist, weil da kommen die meisten Studien her. Und komischerweise, die können natürlich nur das Beste vom Olivenöl berichten. Ja, man wundert sich. Aber jetzt kam letztes Jahr aus Amerika eine groß angelegte Studie, die sie über viele, viele Jahre gemacht haben. Und sie haben tatsächlich bestätigt, gegenüber anderen Ölen ist tatsächlich Olivenöl unheimlich gesund, was Herz-Kreislauf angeht, was die Durchblutung angeht, hat da eine sehr hohe Wirkung aufgrund dieser Polyphenole. Das Problem ist aber, Polyphenole an sich, also wenn du jetzt ein Olivenöl nimmst mit einer hohen Polyphenolanzahl, dann schmeckt das wie Medizin. Bitter und scharf ohne Ende. Ja. Okay. Ja, ein Grieche oder generell ein Südeuropäer würde sagen, das ist super Olivenöl. Ja, das muss. Da müssen sich die Fingernägel kräuseln, wenn du das in den Mund nimmst, ja? So, ja. Der Mitteleuropäer sagt eher so, nee, will ich eigentlich nicht. Ja, ich will eigentlich nicht, dass ich meine Fingernägel kräusel. Ich will das in meinen Salat tun. Ich will das als, dafür nimmt man ja Öle, ja? Und auch gerade ein Olivenöl, was viel Fett hat. Fett ist ja ein Geschmacksträger und ein Geschmacksverstärker, ja? Und ich will ja eigentlich, zumindest so verstehen wir unsere Küche
jetzt bleibe ich mal hier in Deutschland, ja, wir wollen ja den Eigengeschmack eines Produktes schön herausstellen und nicht mit irgendwas Bitterem und Scharfen irgendwie übertünchen. Ja. Überlagern, ja, genau. Genau, ja. Es sei denn, ich will natürlich Currywurst und da einen Wettbewerb antreten und will da irgendwelche Feuerspeien nachher da rauskommen, dann macht man das natürlich. Aber in dem Fall wollen wir es ja nicht. Und die Patrini-Olive, und das ist das Geheimnis von dem Familienbetrieb, der unser Olivenöl herstellt, das machen die schon. Du musst dir vorstellen, die Patrini-Olive macht in Griechenland keine 4% Gesamtproduktion aus. Also es sind ganz, ganz wenig Hainer, die eine Patrini-Olive herstellen. Und diese Olive ist unheimlich mild. Und nimmt auch die Schärfe raus aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Thematik. Und deshalb ist unser Olivenöl mild und fruchtig im Geschmack. Meistens hast du einen fruchtigen, aber auch einen sehr scharfen und bitteren Geschmack mit dabei. Das mischt sich dann. Und dann sind natürlich die Feinschmecker dabei und schmecken die Nuancen daraus. Vollkommen in Ordnung. Wir hatten einen anderen Anspruch. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das Olivenöl, sage ich jetzt mal, alltagstauglich machen. Wir wollen ein Olivenöl haben, was die Leute generell gerne benutzen, weil sie sagen, Mensch, das passt gut zu meiner Küche, das passt gut zu Fisch, das passt gut zu Fleisch. Und deshalb haben wir eben genau dieses Öl, er produziert auch andere Öle, aber dieses Öl, weil wir sagen, nein, das ist mild, das ist unser Hauptthema, es ist mild und es ist fruchtig. Und deshalb diese zwei Kombinationen, das ist ein altes Familienrezept, er verrät es nicht, welche Mischung er das macht, da sagt er nein, ist in der vierten Generation. Der älteste Baum, der da steht, ist knapp 400 Jahre alt. Der trägt immer Oh noch, ja, die werden so unheimlich alt, ja, das habe ich schon der mal trägt gelesen, immer ja. noch Frucht, tatsächlich, der 400 Jahre alte Baum. Normalerweise sagt man so, die tragen so mit den, nach 7, 8 Jahren tragen sie das erste Mal Frucht und das machen sie vielleicht so, bis sie 80, 90 sind oder so. Ja. Ja. Das ist so der Schnitt. Die meisten Bäume, die vernünftig bewirtschaftet werden, schaffen es tatsächlich bis zu 200, 300 Jahre Frucht zu geben. Es wird natürlich tendenziell weniger, aber die schaffen es. Und er hat, sein ältester Baum ist 400 und er wirft immer noch ein bisschen, nicht viel, aber immer noch ein bisschen Frucht ab. Er hat sein Ja. Uropa gepflanzt, diesen Baum. Und ist das Glück oder ist das liegt das an der Pflege? Es ist natürlich ein ganzes Stück Glück dabei, ne? Also ich denke, gut, was heißt Glück? Das ist ein Baum, ja. Also der lebt natürlich von dem, was er an Nährstoffen und so weiter zieht. Und wenn der in einer guten Position ist wahrscheinlich und da Glück hat und wahrscheinlich auch entsprechende Wurzeln hat, es ist ja auch so, da gibt es ja auch Stürme etc. Da wird ja auch mal ein Baum ausgerissen oder sowas. Ich denke, der hat einfach unheimliches Glück gehabt, weil er hat auch andere Bäume, die geben tatsächlich wo er sagen kann, also die müssten jetzt irgendwie so 100 Jahre alt sein. Die werfen dann auch nichts mehr ab. Das ist jetzt einfach nur ein besonderer Baum. Da gibt es ein Bild, da steht die ganze Familie drumherum, halten sich an den Händen, so drei, vier Generationen, damit sie um den Baum kommen, weil die werden ja immer knorriger und Ja. breiter. Und das ist schon beeindruckend, das zu sehen, wie so eine Bäume über Generationen hin die Familie begleiten. Ja. Ihr habt bei euch auf der Internetseite geschrieben, dass die Oliven alle noch manuell geerntet werden. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Komplett ohne Maschinen? Ja, also es ist ja, das war ja mal ein ganz großes Thema, die Ernte von Olivenöl. Es gibt sogenannte Olivensauger. Da gehst du quasi ran an den Baum, hältst es da dran und dann saugt der quasi alles rein, die Blätter Ja. und so weiter. Das Problem ist nur, dass da auch immer Tiere nisten, also Vögel klassisch, ja. Und da saugst du auch alles mit rein. Und das war mal vor vielen, vielen Jahren, war das ein Riesenskandal, in einem anderen Land, wo das hauptsächlich gemacht worden ist. Die sind also nachts gekommen, sind dann da, haben das da so drüber gestülpt und haben den ganzen Bäume leer gesaugt und damit auch die ganze Fauna und Flora, die damit vorhanden war mit so einem Baum. Ja, auch Und Insekten und sowas ist ja dann alles. alles. Also das war also komplett K.O.-Kriterium. Und bei uns ist das so, das wird da, also du musst dir so vorstellen, die Bäume bekommen ein Netz drumherum. Es wird so Ja. auf 1 Meter Höhe gespannt, das Netz. Und das ist dann ein Riesenverbund von Netzen. Und dann geht man quasi mit Rechen dran und fängt an, mit dem Rechen das runterzuziehen. Ja, also Ja, ganz, okay. ganz klassisch, ganz klassische Arbeit tatsächlich. Und die Oliven, die noch nicht reif sind, die fallen halt nicht runter. Also wenn ich jetzt Früchte, hier bei uns in Deutschland kenne ich ja, wenn ich Brombeeren Ja. pflücke, wenn die weich sind, dann fallen die dir, du brauchst sie ja nur anfassen, dann fallen sie dir so in die Hand, ne? Und diejenigen, die noch nicht von alleine abgehen, die lässt man auch besser sitzen, weil die brauchen noch einen Moment. Ja, das macht man da nicht so. Oliven hängen relativ gut fest. Also wenn man mal so einen Olivenbaum mal gezogen hat, die wollen nicht so einfach von weg. Also das ist Ja, nicht so, okay. dass sie reif werden. Man unterscheidet da in zwei verschiedene Bereiche. Es gibt die Frühernte. Also Olivenöl, was man, oder Oliven, die man recht früh erntet, das ist so ein sogenanntes wildes Öl, was man dann hat. Das hat unheimlich viel Polyphenole.
Das hat man, da sind wir wieder, also unheimlich scharf, unheimlich bitter. Dazu sage ich halt immer Medizin, ja, das ist Medizin. Das ist aber tatsächlich kein Witz. Wir haben für einen Freund, der eine Erkrankung hat, der hat von seinen Ärzten gesagt bekommen, er soll dieses wilde Olivenöl nehmen, weil da unheimlich viele Polyphenole sind und das würde ihn für seine Krankheit tatsächlich, würde ihn das unterstützen. Ja? Und dann hat er uns gefragt und dann haben wir ihm da so ein 10-Liter-Kanister. Ist unheimlich teuer, ja? Also dieses wilde Olivenöl, weil das wirklich, es gibt ja, also diese Oliven, wenn die noch nicht reif sind, die geben kaum Olivenöl ab. Ja? Also Braucht man wirklich. richtig viel, ja. Wirklich minimal. Man sagt ja, man braucht ja ungefähr 30 Kilo für 1 Liter Öl. Ja, 30 Kilo Oliven für Glaube. 1 Liter Olivenöl. Ja, und da hast du noch nicht mal die Hälfte davon dann. Ja, also ist unheimlich teuer, weil es eigentlich ineffizient ist, wenn du so willst. Ja, aus einer gewerblichen Produktion heraus betrachtet wäre das natürlich ineffizient, aber es ist unheimlich gesund. Es ist unheimlich gesund, weil da eigentlich doppelt so viel Polyphenole drin sind, wie normalerweise in einem normalen Öl da kommen. Und die Ernte, die dann normalerweise, also das ist eine Frühernte, die findet, je nachdem wie die Saison war, Ende September bis Mitte Oktober vielleicht statt. Ja. Okay. Und danach findet quasi die normale Ernte statt. Und dann guckst du, dass du wirklich jede Olive rausbekommst. Ja. Also da brauchst du dann wirklich jede Olive. So ein Baum kannst du dir vorstellen, der trägt so bis zu 200 Kilo Oliven. Boah, Ja, also das ist Wahnsinn. dann Wann wirklich. ist danach? In welchem Monat wird dann die Also, richtige Ernte? Entschuldigung, du fängst dann Ende Oktober fängst du dann an zu ernten. Das geht dann über den November hin, ja, bis vielleicht Anfang Dezember. Das ist dann so die Erntezeit, weil dann erntest du ja richtig, du erntest ja tonnenmäßig die Oliven dann. Und das dauert halt Ja. eine Zeit, wenn du das mit dem Rechen halt machst. Es gibt natürlich Ja auch klar, andere. das schaffst du ja nicht alle an einem Tag. Nee, du kannst natürlich da, was man. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch Methoden, wo du dann mit Motorsägen und so weiter rangehst, ja, wo du dann die Äste einzeln abschneidest und so. Aber damit schädigst du letztendlich mehr die Bäume und deine Ja. zukünftige Ernte, als wenn du mit dem Rechen hingehst. Und von daher in Griechenland wirst du eigentlich, also ich, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe noch nie jemanden gesehen, der da noch nicht ein Rechen benutzt. Ich habe es mal irgendwie, in Spanien habe ich es mal, also in irgendeiner Dokumentation, die hatten so einen Rasenmähertrecker, sowas, sah das Ding aus. Ja. Und dann haben die, klappte da so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, da klappte dann so ein Netz aus, Wie so ein ja, Regenschirm so ein, umgekehrter. ja, wie so ein Regenschirm, genau. Ja. Ein Segment nach dem anderen, das ging dann unten ganz um den Baum drum zu. Und dann kam so eine zweite Hand an den Stamm und die hat den Stamm geschüttelt. Ja, das gibt's auch. Ja, diese Und dann sind alle Schüttelmaschinen. runtergefallen, aber da habe ich noch gedacht, so, weiß ich nicht, wenn die so fest sitzen, dann kriegt man vielleicht auch nicht alle, ne? Ja, also du musst, also da gehen die eh meistens mit dem Rechen nochmal hinten dran. Ja, Ja, weil du ja. kannst den Baum so kräftig schütteln, dadurch schädigst du ja auch den Baum letztendlich. Ja, Klar, ja. weil das ist ja nicht nur kurz 2 Sekunden, sondern der Baum wird dann ja, je nachdem wie viel Oliven da ja auch dran sind, wird er stärker und auch, es wird natürlich angepasst, ne? Ist es ein kleiner mit weniger Frucht, guckt man dran und sagt man, okay, schüttel mal nicht so lang. Ja, wenn du da so einen alten, knorrigen Baum hast, der 200 Jahre alt ist, ja, dann musst du auch erstmal mit dem Gurt drum und bis der dann eine Vibration verspürt, natürlich ordentlich Ja, Tempo ja, drauf geben. Und da kannst du natürlich auch Pech haben, dass du auch den Baum auch einfach schädigst in dem ganzen Geschüttel. Und hinterher musst du eben im Rechen dran, weil du kriegst eh nicht alles runter durch die Vibration. Und von daher, klar ist natürlich ein schneller Weg, um erstmal einen Großteil zu bekommen. Aber du musst hinterher eben im Rechen arbeiten. Und wie gesagt, in Griechenland wirst du es eigentlich nur so sehen, dass die mit dem Rechen zugange sind. Zumal auch in Griechenland hast du eigentlich nicht diese Großplantagenbesitzer, die unendlich viele Hektar haben, wo es vielleicht tatsächlich sinnvoll wäre, das maschinell noch mitzumachen, weil du sonst vielleicht gar nicht durchkommst. Ich weiß, in Spanien gibt es riesengroße Plantagen, die sind wirklich unendlich, unendlich lang. Da macht es wahrscheinlich Sinn, dass die das auch machen. Das kann ich jetzt nicht bewerten, aber ich kann mir vorstellen, dass da so viel Masse dann da ist, dass sie einfach sagen, nee, komm, wir schütteln das jetzt mal grob alles ab, dann haben wir vielleicht 60, 70% geerntet und den Rest machen wir dann, haben wir im Rechen dann nochmal hinterher. Ja. Also die Ernte dauert so 2 Monate, kann man etwa schätzen. Ja. So ungefähr. Und dann habe ich mich gefragt, wenn du die dann alle geerntet hast, dann wird ja irgendwie Olivenöl draus gemacht. Und als Laie habe ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung von den Fachbegriffen. Und alle sagen immer natives Olivenöl extra. Ja. So, kannst du kurz erklären, woher kommt das? Was ist das? Also ich glaube, das ist irgendwie, naja, erzählst du, irgendwie, Ja. das ist die Herstellungsart, ne? Ja, also es gibt ja bei der Olivenölgewinnung geht es ja darum, dass du relativ
frische Oliven so verarbeitest, dass du gutes Olivenöl rausbekommst. Da gibt es zwei Aspekte, die dem entgegenwirken. Das eine ist natürlich die Oxidation. Ja? Das heißt also, je länger die Olive und dieser ganze Prozess der Luft ausgesetzt wird, desto schlechter wird die Qualität. Und das andere ist die Temperatur, in der du das Ganze machst. Das heißt, eine aufgewärmte Olive, also die eine schöne Temperatur von 30, 35 Grad hat, gibt mehr Öl ab als eine kalte Olive, die Also nicht weniger. leichter, sondern tatsächlich auch mehr. Ja, mehr, die gibt mehr Ach, ab. ich dachte immer, okay. Ja, so. Und jetzt muss man verstehen, wie wird Olivenöl gewonnen? Prinzipiell ist es so, die Olive wird erstmal gewaschen. Ja, also die kommt auf so ein Brett, da kommt Wasser drauf, dann kommen die ganzen Äste und Blätter, die da vielleicht noch mit dran hängen, die kommen alle ab, sodass die Olive sauber in den Prozess reingeht. Und dann gibt es zwei Unterschiede. Man kann die Olive wird dann gemahlen, sage ich jetzt mal ganz grob, ja, das zermahlen mit Kern, also sie wird nicht entkernt, sondern die Olive als Ganzes wird quasi zu einem massigen Brei verarbeitet. So, und dieser Brei gibt dann letztendlich den Saft, das Öl raus. Ja. Und das kann man dann auch wieder über einen Mahlprozess oder über einen Zentrifugierprozess machen. Ah, okay. Also ich Ja. hätte jetzt gedacht, es wird gepresst einfach. Ja, also gepresst hat man damals gemacht tatsächlich. Da gab es so Presskörbe, da hat man die so aufeinander gestapelt und dann wurden die Oliven gepresst und gepresst und gepresst und über diesen Korb oder Filter wird man heutzutage sagen und über diesen Filter kam dann quasi, tropfte dann das Öl raus. Und dann hatte man quasi noch den Rest, den man dann halt nicht mehr weiterverwendet hat aus dieser Pressung der Olive. Heutzutage macht man das, weil das Ganze natürlich sehr viel Sauerstoff dann hatte, das macht man heutzutage in einer geschlossenen Zentrifuge. Das heißt, dieser Brei, der da entsteht, also nachdem man diese Olive und den Kern zermahlen hat, entsteht ja so ein Brei. Und der wird dann zentrifugiert. Der geht also in eine geschlossene Zentrifuge. Das Ganze wird dann gedreht, hochgeschwindigkeitsmäßig, ja. Und dann entstehen halt Fliehkräfte. So, und das Schwere, das wird halt nach oben gedrückt und das Leichte fällt halt nach unten. Und das ist dann das Öl und das Wasser, was dann letztendlich rauskommt. Ja. So, und weil das ja meistens dann immer noch nicht ganz sauber ist, weil da sich immer noch kleine Stücke drin befinden, das kennt man manchmal, es gibt ja Olivenöl, was ja quasi noch Fruchtfleisch mit drin hat, das wird dann ja als Olivenöl mit Fruchtfleisch verkauft, das ist dann halt nicht so häufig gefiltert worden wie ganz klares Olivenöl, ne? Wo man durchgucken kann, durch Olivenöl kann man normalerweise durchgucken, wenn du da so die Flasche hochhältst und durchguckst, dann siehst du, ah, okay, das ist ein klares Öl. Da Richtig? ist nichts drin. Und dann gibt es halt die anderen Öle, die halt nicht so häufig gefiltert worden sind. Da sind da halt noch Reste von Oliven oder sowas drin. Jetzt ist ja die Frage, was, also ist das nicht gefilterte besser, weil da noch mehr wichtige Nährstoffe und sowas drin sind, oder ist das besser gefilterte schon die höhere Qualität? Also, ja, darüber kann man sich jetzt streiten. Fakt Ja, ist, Philosophie. ja, also Fakt ist tatsächlich, dass Olivenöl mit was nicht so gut gefiltert ist, nicht so lange haltbar ist. Weil es nicht immer hundertprozentig gesagt ist, dass das, was da gefiltert worden ist oder was nicht gefiltert worden ist, auch irgendwie einwandfrei ist. Ja, es sind dann halt einfach Reste, da der Prozess ist an sich sauber heutzutage. Ich sag mal, wenn du mit standardisierten Prozessen arbeitest und ISO-zertifiziert bist und so weiter, ist das eigentlich okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass nicht gefiltert oder nicht zu Ende gefilterte Öle nicht so lange haltbar sind, wie sauber gefilterte Öle. Ja, Okay. so. Ja, da hätte ich auch nicht gedacht. Das ist jetzt der einzig kleine Unterschied. Da mag es mit Sicherheit jetzt auch noch jemanden geben, der aufschreit und sagt, nein, das ist genauso lange haltbar. In der Praxis habe ich es aber gesehen, weil wir da auch einiges getestet haben und auch viel uns angeschaut haben, dass du tatsächlich Olivenöl, was halt, es ist die Frage, was ist lange? Da machen wir vielleicht nochmal einen Schwenk. Der Grieche oder sagen wir mal der Südeuropäer verbraucht im Jahr pro Kopf circa 12 bis 13 Liter Olivenöl. Okay, Ja, ja, ist so. schon was. Im Vergleich zu einem Deutschen, der verbraucht 0,8 Liter pro Kopf im Jahr. Ja, also dass man einfach mal so eine Relation hat. Das heißt, wenn sich jemand eine 1-Liter-Flasche irgendwo hinstellt, dann reicht die länger als ein Jahr theoretisch. Ja, so bei so einem Griechen oder bei so einem Italiener oder bei so einem Spanier, dass er damit nicht duscht, ist eigentlich alles. Ja, der nimmt das zum Backen, der nimmt das zum Braten, der nimmt das zum Frittieren, der macht damit alles. Die kennen
sag ich mal, so wie wir komisch gucken, wenn jemand Olivenöl benutzt, in Anführungsstrichen, gucken die komisch, wenn jemand da Sonnenblumenöl benutzt. Dann sagen wir, was ist Ja, denn ja. für Zeug? Was Ja, ist das, ja? genau. Mal dran riechen, sieht komisch aus, ja. Auch noch dünnflüssig, ja, das kann ja nicht gut sein, ja. Weil die es klassisch natürlich nicht kennen, ist ja logisch. Ja, also da ist das dann wahrscheinlich genau umgekehrt, wenn du dann da so Sonnenblumenöl vergleichst, wahrscheinlich, da gibt es aber keine Statistik, würde ich wahrscheinlich auch schätzen, kommen die wahrscheinlich auch auf keinen Liter im Jahr, weil die halt alles mit Olivenöl machen. Ja. Und tatsächlich, also wer sich jetzt gewundert hat, ja, man kann mit Olivenöl auch backen, ja, das geht auch. Man kann damit kochen, man kann damit braten, das ist alles damit möglich. Beim Frittieren habe ich mich gewundert. Ja, kannst auch frittieren mit, ja. Das Wegen geht. Rauchpunkt und so, sagen Ja, normale klar, da gibt es Olivenöl. Rauchpunkte. Man sollte auch die einzelnen Olivenöle nochmal testen. Es gibt verschiedene Rauchpunkte, auch bei den Olivenöl. Das hängt immer auch in der Zusammensetzung immer ein bisschen mit zusammen. Aber du kannst einiges mitmachen mit Olivenöl. Ja. Also Okay. das ist schon. Weißt du so, wo der Rauchpunkt liegt? Ich hoffe, ich führe dich nicht aufs Also, Glatteis. nee, aber so bei unserem Olivenöl hast du bei 210 Grad ist Rauchpunkt dann. Ach gut, ja, meine Fritteuse läuft auf 170. Siehst du? Das ist alles Also die gut. meisten Also. Olivenöle, also die meisten Olivenöle geben tatsächlich den Rauchpunkt mit 180, 190 an. Ja, aber das wird ja auch gerade noch reichen. Geht mal ein bisschen drunter, ist alles gut. Wie gesagt, also das funktioniert, ja. Also man muss Ja, es hätte ich nicht tatsächlich, gedacht, ja. das muss man tatsächlich testen. Und das ist auch, sage ich mal, ein Punkt, gegen den wir auch, ich will nicht sagen kämpfen, aber wo wir viel Aufklärungsarbeit leisten können, um tatsächlich auch dahin zu gehen, zu sagen, nee, also der Südeuropäer, der benutzt halt kein Sonnenblumenöl oder Raps. Rapsöl kenne ich schon gar nicht. Ja, das ist für die was ganz Exotisches. Ja, das ist wie wenn wir sagen, hier Kokosöl, dann gucken die da unten, was Ja, ist genau. Rapsöl. Ja, die kennen halt die gelben. Klar, das wächst halt da unten nicht. Ja, da ist halt 4, 5 Monate ist halt Trockenzeit, dann wäre das gewesen mit dem Raps. Ja, Ja, dann ja. war es das. Ja, ist so. Und deshalb benutzen die halt Olivenöl. Das wächst überall. Ja. Das benutzen die auch nicht in schönen, schicken Flaschen, so wie wir, sondern das kommt halt in so eine Plastikbuddel rein, weil das ist ja eh nach 3 Tagen aufgebraucht, dann kommt halt die nächste Ja. Flasche. Was willst du dir da schicke Flaschen hinstellen? Ja, das hat dann eine Ja, andere kann ich Wertigkeit. mir genau vorstellen, Ja. ja, klar. Und da jetzt nochmal zurück zum Prozess. Also in dem Moment, wo eben diese Zentrifugierung stattgefunden hat und diese Filtrierung stattgefunden hat, hast du das fertige Öl. Wie häufig du das filtrierst, das obliegt dann tatsächlich demjenigen, der das zubereitet. Aber das Öl an sich ist nach der Zentrifugierung fertig gewonnen. Das kannst du jetzt mit warm, also diesen Prozess des Zermahlens, ja, kannst du jetzt mit warmem Wasser durchführen. Auch du kannst die Olive Ja. mit warmem Wasser waschen und diesen Prozess durchführen, dann gibt sie halt mehr ab. Wenn du jetzt aber extra natives Olivenöl haben willst, dann darf die Olive mit maximal 27 Grad gepresst, zentrifugiert und gewaschen werden. Ja? Dadurch erhält sie die meisten Nährstoffe. Ja? Also das bleibt halt so gesund, wie es bleiben kann, nachdem du etwas zermahlen und zerdrückt hast. Klar, auch in dem Prozess geht natürlich ein bisschen was verloren. Und deshalb sagt man, generell ist die Olive gesünder als das Olivenöl. Ja? Weil natürlich da Nährstoffe verloren gehen. Es Ja, sei denn, deswegen sagte ich ja gerade mit dem Naturtrüben, ne? Ob ja, das dann. ja. Nee, also das hat tatsächlich keinen Einfluss auf den Nährwert des Olivenöls. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, das sage ich natürlich auch immer, ich kann natürlich eine Erdbeere nehmen oder irgendwas Gesundes und wenn ich das dann in Schokolade tauche, ja, dann ist das natürlich auch gesund. Aber wenn ich jetzt natürlich auf der anderen Seite die Olive natürlich auch in alles Mögliche tauche, in die man das tauchen kann, dann ist die Olive natürlich immer noch wertig, aber der Rest, den ich mehr zuführe, hebt sich dann vielleicht auf, sage ich jetzt mal, im besten Fall. Aber tatsächlich der Nährwert, der dann im Olivenöl drin bleibt, ist bei einem kaltgepressten Olivenöl und das ist dann ein extra natives Olivenöl, höher als bei einem nativen Olivenöl. Ja, und Ja. da ist da quasi die Abstufung extra natives Olivenöl, was dann halt eben bei höheren Temperaturen verarbeitet werden darf. Ja, und dann kommt auch noch mal die Wertigkeit des Olivenöls. Da kommen wir dann wieder zu den Fakten. Es gibt ja bestimmte Messpunkte bei einem Öl. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so ins Detail reingehen wollen, aber Ich es hatte das bei euch tatsächlich auf der Internetseite gesehen. Ihr habt da so ein paar Zertifikate und so. Fand ich tatsächlich auch irgendwie gar nicht so uninteressant, ja. was es da auch für Zertifikate gibt und was man auch, ja, keine Ahnung, also man ist ja vielleicht auch mal spontan dann doch im Supermarkt und holt sich da dann doch mal ein Olivenöl, weil man jetzt irgendwie nicht bei euch online bestellt, weil man irgendwie keine Zeit hat und das irgendwie dann aus ist oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie bei uns jetzt nichts kriegt, darauf solltet ihr mindestens achten? Also gutes Olivenöl gibt es viel.
es gibt viele gute Olivenöle. Also dazu sagen, da gibt es jetzt nur ein paar, wäre gelogen. Es ist natürlich schon so, dass es da auch Unterschiede gibt. Wenn man in einen Supermarkt geht und sagt, ich brauche jetzt ganz dringend Olivenöl, was steht da jetzt im Rezept drin? Dann ist es so, dass man auf folgenden Punkt achten sollte. Man sollte mal die Flasche in die Hand nehmen und einfach mal schauen, wo kommt das Olivenöl her? Bei manchen Flaschen, und das ist meiner persönlichen Meinung nach Worst-Case-Szenario, ist, wenn da steht, gewonnen aus Oliven in der Europäischen Union. Dann ja. ist das, dann sind das so alle Reste, die man gefunden hat, die hat man genommen, hat man zusammengesammelt, ja, ähnlich wie bei Leberwurst, so die ganzen Reste gefunden, schön durch den Fleischwolf gedreht, ja, und hat daraus dann Olivenöl gemacht, ja. Das sind Oliven, die haben, ich weiß nicht, wie lange Lagerzeiten hinter sich, die wurden vielleicht von links nach rechts verschifft und hast du nicht gesehen. Und das ist dann das, wo häufig Kunden kommen, wenn sie dann probieren, wenn wir auf dem Wochenmarkt stehen und im Sommer verkosten wir sie gerne, dass die Leute auch wissen, was sie kaufen. Die kommen und sagen so, ich hatte, irgendwie habe ich Olivenöl aber ganz anders im Kopf. Und ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen, wo haben sie das letzte Mal Olivenöl gekauft? Und dann kommt meistens aus dem Supermarkt. Ja, ja klar. Und du kriegst, okay, das ist ja klar. Und du kriegst halt tatsächlich, und das muss man einfach sagen, du kriegst für 750 oder 750 ml oder 1 Liter Olivenöl und du zahlst dafür weniger als 12, 13 Euro, kriegst du wirklich ranziges Olivenöl, ja. Und das ist, das darf sich dann eigentlich noch nicht mal mehr natives Olivenöl schimpfen. Das geht dann schon eigentlich so in Richtung Öl für Lampen und so weiter, ja. Ja. Und da ist ein Unterschied. Und das fängt einfach daran, ich nehme die Flasche, gucke hinten drauf und wo ist Herkunftsort? Ja, und wenn ich sehe, aus der Europäischen Union, prinzipiell würde ich die Finger von lassen, weil dann nimm lieber gar kein Öl, ja, oder nimm Sonnenblumenöl, das ist besser, als wenn du das nimmst, ja, das ist einfach, ja. Das macht einfach. Ja, aber das ist dann, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Cool. So, das sind einfach, weil die, es geht um die Verarbeitung und es gibt ja diese drei Werte und da gehe ich mal kurz drauf ein, es gibt ja diese Wettbewerb geht, auf die geachtet wird, es gibt immer diesen so Qualitätsparameter, so. Genau, das sind, so das kann sind, man sagen. Genau, das sind so Fakten, was ich vorhin gesagt habe, über die kann man nicht diskutieren. Über Geschmack kann man diskutieren, aber das sind so drei harte Fakten, über die man prinzipiell nicht diskutieren kann. Das ist dieser K232-Wert, so nennt er sich. Das ist natürlich jetzt alles hochtechnisch. Im Prinzip macht man Folgendes, man führt Messungen durch. Das heißt, man schießt Licht durch das Olivenöl und da gibt es bestimmte Substanzen, die eben UV-Licht absorbieren. Ja? Und zwar, das ist dann diese Wellenlänge 232, die dann absorbiert wird. Ja, so. Und diesen Wert kann man dann messen. Und wenn dieser K232-Wert einen hohen Wert hat, dann zeigt das an, dass da ein erhöhter Oxidationsprozess stattgefunden hat. Das heißt, das Öl hat vielleicht lange gelagert, die Olive hat lange gelagert, die Temperatur war hoch. Ja, das heißt also, diese Temperatur, mit der es verarbeitet worden ist, war über 27 Grad. Und da sieht man dann tatsächlich, okay, da wird sich da auch der Geschmack deutlich verändern. Das heißt, da geht es dann schon langsam in Richtung ranzig. Ja, also da gibt es so eine Skala, 1,5 bis 2,5. Da drin darf das extranative Olivenöl sich befinden. Es darf natürlich auch unter 1,5 sein. Ja. Das ist dann aber schon super frisches Olivenöl, wirklich, das ist dann wirklich gerade verarbeitet sozusagen, ja, aber zwischen 1,5 und 2,5 darf sich das bewegen. Ich persönlich würde nichts nehmen, was über 2 ist, weil es zeigt schon meistens, dass das irgendwo zu lange gelagert hat. Und aber ganz kurze Zwischenfrage, steht dieser Wert auf der Flasche? Nein. Der Wert steht meistens nicht auf der Flasche, tatsächlich. Weil es nicht Pflicht ist, das anzugeben wahrscheinlich. Genau, das ist keine Pflicht, das mit anzugeben. Aber das ist jetzt quasi, wenn man da jetzt ein bisschen weiter eintauchen will in die Materie, ich sage nachher dazu nochmal was. Weil diese Werte kannst du alle bei jedem Hersteller, der ein bisschen was auf sich hält, muss man sagen, kannst du die im Internet nachlesen. Das heißt, wenn ich dann eine Flasche nehme und ich bin mir nicht ganz sicher, kann ich den googeln und der sollte eigentlich immer irgendwo seine Laboranalysen, die zu jeder Ernte frisch da sein sollten, wird er die da haben. Ich persönlich kenne jetzt nur ganz wenige Fälle, die überhaupt keine Analysen hinstellen. Da würde ich auch ganz ehrlich sagen, lass die Finger von, weil das ist ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal, was ich da auch von mir geben kann. Ne? Und wenn es gut wäre, würden sie ja auch Werbung damit machen. Ja, eben, absolut. Also wenn's top ist, dann würde ich sie ja erst recht da reinschreiben. Ja? Also von daher würde ich da auf jeden Fall mal hingucken. Dann gibt es diesen K270-Wert. Ja? Der sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie alt das Öl ist, also wie lange das gelagert wurde.
Und es sagt auch darüber aus, ob es Licht und hohen Temperaturen ausgesetzt worden ist, als Öl selber. Ja, also da geht es nicht mehr um die Olive und Öl, sondern hier geht es nur noch um das reine Öl letztendlich. Ja. Und das wird aber auch über das Licht gemessen. Genau, das wird auch übers Licht gemessen, genau. Das kann man über eine Trübung sehen und so. Alles, das sieht natürlich, unser Auge sieht das natürlich. Ich gucke durch die Flasche und sage, wieso, ist doch durchsichtig, kann ich durchgucken. Ja, aber wenn es dann natürlich, wir wissen, UV-Licht etc., das ist für uns auch alles nicht wirklich sichtbar. Aber das kann man natürlich in diesen Spektren dann sichtbar machen. Und dieser Wert verrät tatsächlich dann eben etwas über die Lagerung. Wurde es gut, wurde es schlecht gelagert? Gab es da viel Licht? Gab es da hohe Temperaturen? Wurde vielleicht altes Öl mit beigemischt? Auch das kann man daran ablesen, an diesem Wert. Ja. Und hier auch, da gibt es wieder eine Begrenzung. Da sagt halt die EU, extranatives Olivenöl darf einen Wert von 0,15 bis 0,22 haben. Das ist so einfach mal ein Grenzwert. Alles, was da drüber geht, also wir reden immer darüber, darunter ist immer besser, klar, darüber ist immer schlechter, das ist der klassische Fall. Das ist dann eben das, was eben das ein Öl schlechter macht. Dann gibt es den letzten, den Delta-K-Wert. Das ist eigentlich die Reinheit des Öles. Und da kommen quasi diese beiden Werte, die wir eben hatten, K232 und K270, spielen da so ein bisschen mit rein. Das wird so ein bisschen, sag ich mal, ist eine Mischkalkulation, wenn du so willst. Ja. Und dieses Delta-K gibt dann tatsächlich an, wie rein dieses Öl ist und ob es die Güteklasse extranatives Olivenöl tatsächlich verdient oder nicht. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder einen Grenzwert. Genau, also dieser Grenzwert, der darf, der muss geringer sein als 0,01. Ja, okay. Ja, beziehungsweise der darf gar nicht messbar sein. So, das ist die Aussage, ja. Also es kommt aufs Labor an, manche sagen unter 0,01 und manche sagen nicht messbar. Ist im Grunde genommen das Gleiche. Gleiche, ja. Ja, das ist halt ja. Immer eine Aussage vom Institut oder vom Labor, was es macht. Die sagen entweder unten drunter oder nicht messbar, ist ja, aber im Prinzip das Gleiche. Ja, 0,01 wird dann eine Messgenauigkeit sein, ne? Genau, ja, genau, weil die sagen, nicht messbar können wir nicht feststellen, weil da ist was da, aber wir können es nicht auf einer Skala nicht mehr darstellen. Ja. Im Prinzip kannst du alles in Anführungsstrichen nachweisen, du brauchst halt nur eine entsprechende Messmethode, dann kannst du alles nachweisen, aber bis zum gewissen Punkt irgendwann wird es halt uninteressant. 0,000 irgendwas interessiert halt keinen. Ja, das ist dann auch egal, ne? Genau. Ja, das ist so. Und sag mal, wenn aber diese Werte oder umgekehrt, wenn ich eine Flasche Olivenöl habe und da steht natives Olivenöl extra drauf, kann ich dann sicher sein, dass diese Werte eingehalten sind? Laut Stiftung Warentest Anfang diesen Jahres nein. Kannst du nicht mehr sicher sein. Ja. Also, das ist zwar Vorschrift und das ist die Richtlinie, aber es wird dann wahrscheinlich hinten raus nicht kontrolliert. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die Kontrollen relativ sind. Das Problem ist, dass der Hersteller selber sein Öl testen darf. Das heißt, ich schicke mein Öl irgendwo hin, lass es testen und wenn die sagen, die Werte sind in Ordnung, darf ich sagen, es ist extranatives Olivenöl. Das Problem bei der Sache ist natürlich, ich kann natürlich irgendein super schickes Öl hinschicken, ja, was ich vielleicht speziell vorbereitet habe, schicke das dahin, ja, und dann sagen die im Labor, top, ich schreibe drauf extranatives Olivenöl und es kontrolliert dann keiner mehr. Ja. Und dann kommt halt Stiftung Warentest um die Ecke, macht einen Test und stellt fest, bei einem Öl sogar, das fand ich selber schockierend, da war Lampertöl drin, also das ist Öl, was du für Kerzen und so weiter nimmst. Ja. Und das wurde als extranatives Olivenöl ausgelotet. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, aber das war auch mit das günstigste Produkt, was du kaufen konntest. Ja. Ja. Und das ist dann einfach, und das finde ich ein bisschen schade, weil natürlich gerade, ich sag mal klar, im Supermarkt sucht man natürlich auch vielleicht mal das günstige Produkt, wo man sagt, okay, komm, ich habe jetzt hier teure Zutaten und jetzt muss ich auch noch so viel, greifen wir halt mal zum günstigeren Produkt. Und das finde ich dann halt schade, dass man da nicht wirklich Kontrollen durchführt, sondern dass halt eine Stiftung Warentest daherkommt und das kontrolliert und dann ja auch nur einen Teil davon feststellt. Ja, ich bin jetzt letztens über einen gestoßen, der hat damit geworben, dass er Testsieger war in irgendeinem Wettbewerb, den er teilgenommen hat. Das Olivenöl kannst du heute aber nicht mehr kaufen. Es ist rausgekommen, er hat anderes Olivenöl abgefüllt und er ist damit in den Wettbewerb gegangen. Ja, er hat also gar kein eigenes hergestellt. Also da wird schon viel Schindluder damit getrieben, das möchte ich damit sagen. Ja. Und es macht es natürlich allen Beteiligten schwer, da, sage ich mal, klare Flagge zu bekennen und sagen, nein, das ist super, weil da kommt immer jemand, der sagt, ja, und wenn ihr da aber wieder extra super tolles Olivenöl hingeschickt habt, woher weiß ich das denn, dass das so ist? Ja, klar, ja. Weiß ich nicht. Naja, und wenn man günstig einkauft, dann, also erstmal hat man als Laie da ja keine Ahnung von, und dann denkt man sich, warum muss das doppelt so viel kosten wie das?
Und du kannst ja nicht einfach, wir haben ja alle einen schmalen Geldbeutel, gerade bei der jetzigen Inflation, ist ja überall ein Thema. Ja. Du kannst ja nicht einfach, ja, dann kaufe ich halt immer das Teuerste, dann gehe ich auf Nummer sicher. Muss man sich auch leisten können, ne? Kann ja auch nicht jeder, ne? Ja, so, und dann hast du da so ein Ding wie Olivenöl, wo du denkst, ja, dann ist das bestimmt sowieso alles gleich und dann, du erkennst ja keinen Unterschied, ne? Und da steht überall natives Olivenöl extra drauf und da steht dann, denkst du, warum ist das jetzt teurer als das? Also jetzt gerade so im Supermarkt, ne? Ja. Und ja, und dann, also verstehen kann ich das durchaus. Ja. Umso wichtiger ist, dass wir dann mal so einen Podcast wie heute machen, wo man mal die Hintergründe erkennt und wo man es jetzt auch vielleicht dann auch mal ein bisschen bewusster selber auch mal probieren kann. Ne? Also wo man sich sein Olivenöl jetzt vielleicht, ich denke, jeder, der jetzt die Folge hört, der wird, wenn es gleich vorbei ist, nach unten in die Küche gehen und wird erstmal gucken, wird erstmal durch die Flasche gucken, ne? Ist das trüb oder ist es nicht trüb? Ne? Genau. Aber ist doch schön, ja. Aber so ist es ja, so ist es ja gut. Ne? Genau. Ja, also und, ja, bitte, entschuldige. Nee, sag mal. Ich wollte nur gerade weitermachen, also weil du sagtest im Supermarkt, woran erkenne ich das? Also wie gesagt, hinten auf die Flasche gucken, wenn da steht aus Europäischer Union, würde ich es wieder zurückstellen. Der nächste Schritt ist, wenn man sagt, kommt aus Griechenland, kommt aus Italien, kommt aus Spanien. Ja. Auch da wieder keine genaue Spezifizierung, aus welcher Region es kommt, sondern das sind einfach Oliven, die kommen aus dem Land. Das Olivenöl wird wahrscheinlich besser sein als das aus der Europäischen Union. Ein gutes Olivenöl erkennst du daran dann, wo eben tatsächlich die Region draufsteht. Kommt aus Kreta, kommt aus Attika, kommt aus Xylocastro, kommt aus Lombardien, wo auch immer das dann herkommt. Also wenn du eine spezifische Region hast, ja, noch besser manchmal, also das machen dann meistens nur noch die Familienbetriebe, die nennen dann tatsächlich den Ort, wo die Plantage steht, weil die natürlich dann aus eigener Plantage herstellen. Viele Großhersteller, natürlich, die können diese Mengen nicht produzieren und die müssen immer wieder mal von woanders mal Waren dazu nehmen. Ja, deshalb, ja, klar. Die bleiben aber meistens in einem Land, die holen jetzt nicht aus verschiedenen Ecken irgendwo die Sachen, sondern bleiben in einer Region, bleiben vielleicht da und sagen, das kommt aus Griechenland, weil sie halt eben Teil nochmal, reicht vielleicht nicht die Produktion. Gerade wir hatten jetzt dieses Jahr, war nicht ganz so schlimm wie gedacht, aber es war kein gutes Jahr für Olivenöl, weil es hat extrem wenig geregnet. Vor allen Dingen in Spanien hat es extrem wenig geregnet und dadurch ist die Olivenölernte relativ gering ausgefallen. Wenn du aber trotzdem den Bedarf hast, musst du ihn ja decken. Und wenn deine Plantage halt nicht mehr reicht, weil du halt eben 30% weniger Ertrag hast, dann musst du halt zum Nachbarn gehen oder musst sagen, Mensch, Jungs, habt ihr da drüben noch was übrig? Kann ich da noch was für meine Produktion nehmen oder so? Das ist ja vollkommen legitim. Dadurch verschlechterst du ja allgemein nicht das Öl, sondern das wird dann halt eben aus einem anderen Bereich mitgenommen. Aber im Prinzip, wenn du auf eine Flasche gucken willst und da ein Qualitätsmerkmal haben willst, dann würde ich wirklich drauf schauen, wo kommt das her, wie ist es spezifiziert, von welchem Ort kommt das Öl. Ja, und wenn man dann ganz genau haben will, geht man halt mal kurz auf die Seite bei dem Hersteller und wie gesagt, alle, die von ihrem Öl was halten, da findet man relativ schnell die Laboranalysen aus der jetzigen Ernte, vielleicht auch noch aus den letzten Jahren, um dann eine Historie zu haben und kann halt mal gucken, nach diesen drei Werten liegen die innerhalb der Range. Die meistens erklären es aber auch so ähnlich, wie wir das machen, damit man weiß, wirklich habe ich eine gute Qualität. Wenn es dann nirgendwo genau erklärt wird, was die Werte bedeuten, dann habe ich vielleicht auch kein Interesse daran, dass der Kunde ganz genau weiß, was da drin ist. Ja, aber ist ja tatsächlich auch total nachvollziehbar. Und desto mehr angegeben wird, desto klar, wenn ich natürlich jetzt alles mische, dann gebe ich auch immer weniger an. Ne? Ja. Findet man auf den, das war eigentlich gerade die Frage, findet man auf den Flaschen auch die, ich habe nie darauf geachtet, die Olivenölsorte oder die Olivensorte? Weil du ja, ihr mischt das ja aus zweien. Steht das bei den meisten drauf oder ist das... Ja, also bei vielen, also es steht bei den meisten, weiß ich nicht, aber es steht bei vielen drauf, ja. Also im Supermarkt bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das immer da drauf steht. Aber ich sage jetzt mal, bei den meisten Kollegen, die eben auch qualitativ hochwertiges Olivenöl herstellen, steht das eigentlich immer drauf, ja. Weil das auch ist auch ein Qualitätsmerkmal, ja. Manchmal fragt man auch nach einem Jahr, warum steht da das Herstellungsjahr nicht, aber du kannst dir sicher sein, das Jahr, also das Öl, was da gepresst wird, ist in der Regel anderthalb Jahre haltbar, ja, und das sieht man dann halt am MHD, ja, und wenn du siehst halt, das Öl ist jetzt noch bis Ende diesen Jahres vielleicht haltbar, dann ist es eben aus der Vorsaison noch, weil es vielleicht in einem Container gelagert war, wo der, also man kann das Olivenöl, wenn du das in einem wirklichen Container, der wirklich Luft und Wärme abgeschirmt steht, kannst du das nochmal sogar bis zum, ich glaube, Dreivierteljahr extra lagern, ohne dass da was dann passiert mit dem Öl. Aber in dem Moment, wo es in die Flasche kommt, ist es anderthalb Jahre.
Ja, okay. So, also von daher ich kannst du vom MAD. Licht, ne? Bitte? Das Licht. Ja, also Licht ist wichtig, ja. Ja, ja, ja. Ich hatte nämlich irgendwie gesehen bei euch im Online-Shop, ihr bietet das Öl ja in verschiedenen Gebinden an. Also tatsächlich von einer kleinen Probeflasche, ich glaube ja. 250 ml oder was da drin war. 25, ja, 25, ja. Ja, ja. Genau. Oder 25 sogar. Ja. Bis hin zum 5-Liter-Kanister. Und ja. Als ich so ein bisschen mehr angeguckt habe, habe ich irgendwie festgestellt, dass wohl offenbar die Verpackung nicht unwichtig ist. Also man will auf gar keinen Fall, dass da Licht dran kommt ans Öl. Ja, Licht und Luft, also Oxidation ist halt ein Riesenthema bei Olivenöl. Da muss man halt drauf achten, weil du halt schnell die Nährstoffe und den Geschmack dadurch auch verlierst. Und ja. Deshalb haben wir bei uns Back-in-Box, weil Back-in-Box einfach durch den Zapfhahn natürlich dafür sorgt, dass da nicht zu viel beim Rausnehmen rausläuft und reinläuft. Ja, also du hast ja diese Kanister, wo du es aufschraubst und dann steht das auf und dann kippst du und machst und tust und so. Ja, und dann hast du viel Bewegung und bringst natürlich viel Luft rein und raus in diesen Kanister. Und bei Back-in-Box ruht ja eigentlich das Produkt und du machst den Zapfhahn auf und es läuft ja durch den Druck runter und dann lässt den Zapfhahn wieder los und dann ist das ja wieder zu. Ja, Back-in-Box kennt viele vielleicht nicht, ich nämlich auch nicht. Ja. Das ist so ein Tetra-Pack, wo man auch Glühwein, wo die richtig, die auf den Märkten den Glühwein und Apfelsaft immer drin haben, ne? Genau, ja. Genau. Diese großen Tetra-Packs, wo unten dieser kleine Zapfhahn dran ist. Das, diese Verpackung nennt sich Back-in-Box, oder? Genau, nennt sich Back-in-Box, richtig, weil du kannst im Prinzip so weit sind wir noch nicht, aber du kannst theoretisch diese Box behalten und kannst einfach diesen Beutel, der da drin ist, den kannst du austauschen. Ja. Ach so, ja. Back in Box, nicht zurück in die Box, sondern ein Sack in der Box. Genau. Ja. Ja, okay, jetzt ja, ja, klar. Ja, okay. Also der Back, genau. Ja, ja, also der Back. Nicht CK, sondern G, genau. Ja, genau, genau. Ja, ja, okay, ja. Sehr geil. Ja. Ich habe bei euch im Online-Shop ein bisschen geschnüßt, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass es da ja nicht nur Olivenöl gibt. Ihr verkauft da griechische Gewürze, finde ich auch ein mega interessantes Thema, weil die sind ja auch tatsächlich irgendwie ein bisschen besonders. Und was mir aufgefallen ist, war veredeltes Olivenöl, sage ich jetzt mal. Ne? Ihr macht das, glaube ich, mit Knoblauch und was war noch drin? Ja, stimmt. Wir haben Olivenöl mit frischer Zitrone und mit frischem Knoblauch. Zitrone war es, genau. Genau. Wir haben im Zuge dessen, es gab ja, das waren wir ja nicht die Ersten, da gab es ja ganz viele. Es gibt ja auch mit Chili und mit Kaffee und mit Schokolade mittlerweile schon, gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge. Wir wollten das aber nicht als Aroma oder als Zusatzstoff, der da reinkommt, sondern wir wollten das frisch. Das heißt, bei uns wird die Zitrone und der Knoblauch, wenn das Olivenöl produziert wird, zusammengepresst. Das heißt, dieser Sud, den ich erklärt habe, der da entsteht, ja, wenn die Olive gepresst wird, das machen wir dann in dem Fall mit der Zitrone oder mit dem Knoblauch zusammen. Ja? Ah, okay. Also die auch ätherische Öle, hat das dann, stelle ich mir das schon richtig vor, ja. Dass es dann um die Öle des Knoblauchs geht? Richtig, genau. Das ist dann quasi letztendlich die Essenz. Natürlich, streng genommen ist es am Ende ein Aroma, was übrig bleibt, klar. Ja. Ja. Aber du gewinnst natürlich auch aus dem Knoblauch, gewinnst du natürlich auch Öl. Also wenn du es presst und so weiter, ja, da kommt ja genauso Flüssigkeit raus. Und bei einer Zitrone sowieso, das kennen wir ja. Ja, klar. Und da war uns wichtig, dass wir das wirklich natürlich belassen. Ja, also du kannst mit Aroma und so weiter, kannst du heutzutage viel machen. Da machst du zwei Tröpfchen davon und zwei Tröpfchen davon und dann schmeckt das auf einmal irgendwie nach Orange und dann machst du noch ein Tröpfchen dazu und dann schmeckt es auf einmal nach Banane. Und das wollten wir nicht. Weil wir machen das ja, ich sag mal, wir haben das ja als Hobby angefangen. Das ist ja, wir haben ja noch andere Berufe, mit denen wir uns beschäftigen. Und das machen wir, weil wir wirklich Freude an solchen Produkten haben, weil wir wirklich Spaß an diesen Produkten haben. Und das wollen wir einfach weitergeben. Und deshalb ist uns wichtig, dass das, was wir da in unseren Shop stellen, dass es wirklich eine ganz tolle Qualität ist, wo wir sagen können, da kann ich jederzeit Finger reinhalten, abschlecken und brauchen mir da keine Sorgen drum machen. Und die anderen Produkte, die du gesehen hast, das Thymian, das Oregano, wir haben ja auch Oliven und ein bisschen Wein und so weiter, das sind tatsächlich alles Produkte, die aus der Region kommen. Ja, von kleinen Bauern und das ist unheimlich frisch. Also wenn das Oregano kommt und ich stelle das bei mir unten in den Keller, das dauert keine zwei, drei Stunden, dann riecht der ganze Keller nach Oregano, nach Thymian. Ja, weil das wirklich super frisch ist und wir haben da auch mit den verschiedenen Verpackungen lang rumgemacht, dass wir wirklich eine haben, die das Aroma auch wirklich versiegeln. Dass wenn du die Tüte aufmachst,
wirklich dann kommt alles raus. Der Duft da rauskommt. Ja. Und das sind wirklich Produkte, also jedes Produkt, was da ist, das ist wirklich selber, das haben wir selber ausgesucht, das benutzen wir selber in der Küche. Das ist nichts, wo ich sagen würde, das haben wir, weil das ist irgendwie ein toller Verkaufsschlag und dann müssen wir irgendwie ein Programm haben, sondern das sind Produkte, die wirklich, von denen wir selber überzeugt sind, die wir auch selber benutzen. Ja, also die ihr selber auch kaufen würdet. Ja, absolut. Ja. Da würde ich also keine Sekunde überlegen. Wir kennen die Bauern, wir wissen, wo das herkommt. Die machen das mit Herzblut und von der Seite her für uns Produkte, von denen wir sagen, ja, wenn du kochen willst und griechische Gerichte machen willst, das machen wir auch auf Instagram, versuche ich ja dann die Gerichte so auch zu gestalten, dass da diese Sachen damit drin sind, dass man da einfach auch eine Idee dazu bekommt, weil viele Leute, Oregano kennt man, Thymian kennen ganz wenig Leute hier in Deutschland. Ja, ja, was mache ich mit Thymian? Was mache ich mit Thymian? Wir kennen mal dieses Thymianblatt, das liegt da irgendwie auf dem Steak oben drauf. Ja? Und dann, das nimmt auch jeder runter und packt das zur Seite. So weit kommen wir. Ja? Aber was macht Thymian eigentlich? Was kann es noch für einen Geschmack bringen? Und klar, natürlich ist es schön, wenn da dieser Zweig drauf ist, aber normalerweise gehört das schön verteilt auf das Stück Fleisch. Ja? Und dann kriegt, und da gehört das noch ein bisschen Moment mit angebraten und dann kriegt das einen ganz anderen Dreh rein. Und das macht es dann halt wieder sehr mediterran und sehr besonders. Und das versuchen wir halt auch ein bisschen näher zu bringen, diese griechische Art des Essens. Ja, ja, geil, auf jeden Fall. Gibt es ein Produkt bei euch im Shop, wo du sagst, das ist mir besonders ans Herz gewachsen? Oder wenn jetzt irgendeiner, Ralf, du willst da was bestellen, bestell dir das bitte immer mit, das musst du unbedingt probiert haben. Ich meine, klassisch das Öl, deswegen landet man bei euch im Shop, ja. Aber... gibt es da was, wo du sagst, das ist eigentlich, das ist so toll, das gefällt auch den meisten, das musst du probieren? Puh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also wenn ich jetzt tatsächlich eins rauspicken müsste, würde ich tatsächlich sagen, das Olivenöl mit Zitrone. Ja? Ja. Ich war am Anfang gar nicht so ein großer Fan davon, ich habe gedacht, so Olivenöl mit Zitrone, ich kann ich mir jetzt so, auch nicht so toll vorstellen. Weiß ich nicht so richtig. Tatsächlich, für Kenner. Tatsächlich, aber das Produkt ist auf Deutsch gesagt abgegangen wie Schmitz Katze. Ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich mich da selber weiter rangetraut und probiert. Und ich muss mittlerweile sagen, ich mache das Zeug fast überall nur noch drauf. Ja? Also ich esse ja sehr gerne Fisch. Ja? Fisch mit Reis und so und alle möglichen Varianten mit Fisch gegrillt und wie du es haben willst. Und darüber dann nochmal, wenn es fertig ist, nochmal Olivenöl mit Zitrone drauf. Das ist der Hammer. Du brauchst dann, also ich selber mache da gar nichts mehr drauf. Ja? Ja. Bisschen Olivenöl mit Zitrone, das ist der Oberhammer, wirklich. Das ist, wie gesagt, die waren am Anfang ein bisschen so skeptisch, habe gedacht, so, ob das läuft. Aber haben halt viele gefragt. Also haben wir gesagt, okay, wir gucken mal. Der Kostadinos, der das dann da gemacht hat, der heißt auch Kostadinos, der hat gesagt, ja, ich probiere mal, das kann ich machen und so. Und dann hat uns da, haben wir das halt zusammen probiert, haben wir da gesessen, haben durchprobiert und dann gesagt, ah, ich kann die Zitrone noch mal ein bisschen intensiver machen, wenn ich den Prozess nochmal so mache oder so mache. Und dann hatten wir irgendwann nachher ein Produkt, wo wir gesagt haben, ja. Das ist gut, das glauben wir, das läuft. Wie gesagt, und ich habe mich da auch recht spät dran getraut, aber wenn ich sagen würde, was zum Probieren, ja, Olivenöl mit Zitrone, wenn du Fleischliebhaber bist, würde ich tatsächlich sagen, dann probier das Olivenöl mit Knoblauch, weil da drin, also die Barbecue-Fans, also die, das ist wirklich, du hast den Vorteil, du hast den Knobi-Geschmack, es riecht auch danach. Aber du riechst am nächsten Tag nicht danach. Ja, das ist so. Ja, ja, genau. Ja, ja, das habe ich schon öfter. Das Knoblauchöl ist auch leichter zu vertragen. Ne? Ja, absolut. Auch wenn Leute so ein bisschen Probleme mit Knoblauch haben, gibt es ja auch tatsächlich. Ja. Ja, okay. Ich musste gerade tatsächlich schmunzeln, als du das erzählt hast, weil können jetzt ja die Zuhörer nicht sehen, aber jetzt du von deinem Lieblingsprodukt konnte ich sehen, wie deine Mundwinkel nach oben gehen, wie die Begeisterung aus dir rauskam. Und da konnte ich tatsächlich merken, wie auch schon die restliche Zeit, wofür ihr das macht. Ne? Also es steckt wirklich Leidenschaft dahinter. Ja. Ne? Wir machen das wirklich, weil wir Spaß daran haben und wirklich gute Produkte an die Leute bringen wollen. Das ist unser Hauptaugenmerk. Ja, ja. Ja. Roberto, nächste Frage. Du lädst gute Freunde zum Essen ein und möchtest die mal so richtig beeindrucken. Ja. Und dann gibt es natürlich irgendwas mit Olivenöl. Was willst du machen? Was wäre so dein Gericht? Oder wenn du, naja, oder ich wusste ja nicht, dass du Grieche bist, dann hätte ich dich jetzt ja irgendwie nach einem griechischen Rezept oder sowas gefragt. Ja. Was ist so, was fällt dir ein, wenn du an griechisches Essen in Kombination vielleicht mit eurem Olivenöl denkst? Ja, also da fällt mir Folgendes ein. Du brauchst zwei große Schaufeln Sand, in dem du deine Füße reinstecken kannst, dann brauchst du einen warmen Sommerabend und du brauchst so ein typisch griechisches Lokal am Meer, du brauchst so 6 bis 7 Stühle für deine Freunde und dann ganz einfach, du brauchst einen gegrillten Teller mit Scampi, einen Teller mit frittierten Kalamari,
ein Teller griechischen Salat, ein Teller frisch zubereitetes Tzatziki, ein Teller mit leckeren, frischen Pommes, duftendes, warmes Brot, etwas Olivenöl, etwas Salz, etwas Pfeffer und das war's. Und dann nimmt sich jeder das, was er haben möchte, auf seinem Teller, dippt das Brot in das Tzatziki, dippt das Brot in das Olivenöl, nimmt ein bisschen Salz, nimmt ein bisschen Pfeffer dazu und du hast einen wunderschönen Abend mit deinen Freunden. Ja? Und das, was im Fokus steht, ist tatsächlich das Zusammensein, das Spaß haben, das Erzählen von Geschichten. Ja? Ist natürlich ideal, wenn du das am Meer mit deinen Füßen im Sand machen kannst. Ja? Ist natürlich nicht zu toppen. Ja. Aber das geht natürlich genauso gut im Garten oder in einem schönen großen Tisch. Ja? Und das ist, und zum Dessert gibt es geschnittene Wasser- und Honigmelone. Ja? Okay. Und das ist eigentlich, sag ich mal, das, was den Griechen, was das griechische Essen ausmacht, das natürlich ist ein leckeres Gericht viel wert, aber im Fokus steht immer die Gemeinschaft und die gute Zeit, die ich mit meinen Freunden und meiner Familie haben kann, weil gegrillte Scampis sind schnell gemacht, frittierte Kalamaris auch, der griechische Salat braucht einen kleinen Moment, ist aber auch kein großer Aufwand, also der Fokus etwas weg von dem aufwendigen und zeitraubenden Essen, wo du sagst, ich muss jetzt auf die Minute achten, Jungs, sorry, ich muss jetzt gerade aufstehen, ich muss mal ganz schnell noch das wenden und ich muss ganz schnell würzen. Nein, ganz einfache Gerichte, wo sich jeder nehmen kann, was er will. Da kriegt keiner einen Teller, sondern die kriegen alle einen leeren Teller und das, worauf derjenige Bock hat, packt er sich auf den Teller, nimmt er sich einfach, ne? Dippt, isst, ja, so wie man das kennt, wo man manchmal sagt, so, boah, das war jetzt so gut, eine Hauptspeise brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Genau. Ja, genau. Ich habe mich schon in der Vorspeise satt gegessen. Ja. Genau. Und so sollte das, und was heißt so sollte das? Und so ist das, wenn du in Griechenland bei Freunden eingeladen bist. Die setzen sich keine 3 Stunden hin, machen aufwendige Gerichte. Es geht darum, eine gute Zeit mit seinen Freunden zu haben und satt nach Hause zu gehen mit leckeren und was da halt natürlich geht, Scampis und Kalamaris, die kriegst du da frisch. Da brauchst du nicht zu Tiefkühltruhe Das brauchen. Ist natürlich da. Da braucht man natürlich, ne, da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Das ist von der Qualität her nicht vergleichbar. Aber ich sag mal, wenn man sagt, oh, was isst du besonders gerne? Wo ich sage, so, ich esse besonders gerne mit Freunden. Ich esse besonders gerne bei einer guten Zeit, bei einer schönen Geschichte, bei einer schönen Story. Ist mir egal, was du mir davor setzt. Aber wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann mach mir ein bisschen was Fischiges. Ja. Mach mir da einen leckeren Tzatziki hin, mach mir da einen schönen griechischen Salat hin mit Pommes und warmem Brot und dann lass mich da ein bisschen dippen, lass mich da ein bisschen tunken. Ja, hier ein bisschen, da ein bisschen. Genau, und lass mich hier ein bisschen, da ein bisschen und ich will gar nicht so einen großen Teller, von dem ich gar nicht weiß, ob ich den schaffe. Meistens schaffe ich ihn, aber muss nicht unbedingt sein. Ja. Und das wäre für mich so, was sagen würde, wie würdest du das so als Griechen machen? So würde ich das machen. Ich muss da eine Geschichte zu erzählen und die muss ich loswerden, weil das holt mich so ab, das triggert mich richtig. Ich bin mit meiner lieben Frau, wir sind ja nun auch endlich verheiratet, als wir das noch nicht waren, das ist ein paar Jahre her, haben wir gesagt, wir wollen mal schön essen gehen. Nur wir beide, ganz allein. Haben wir ein Lokal, habe ich gebucht, und dann sind wir dann mit dem Auto hingefahren. War auch ein Moment, hat gedauert, halbe Stunde sind wir locker dahin gefahren. Wir haben uns rege unterhalten, es war alles gut. Wir haben geschnattert und es war alles gut. Dann sind wir rein in das Lokal, haben uns an den Platz gesetzt, an den Tisch. Und haben dann die Karte bekommen, jeder hat in die Karte geguckt und wir haben nicht mehr miteinander geredet. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Das war so, und das ist der Deutsche, ne? Ja. Wir haben nicht miteinander geredet. So, dann haben wir bestellt, dann haben wir uns aufgeregt, dass es so lange dauert, bis das Essen kommt. Dann haben wir so das Nötigste so ein bisschen was gesprochen, weil es war auch relativ laut und so. Und das Lokal war echt voll. Und dann haben wir gegessen, dann haben wir unser Getränk aufgetrunken. Und dann habe ich zu Sabine gesagt, meine Frau heißt Sabine, habe ich gesagt, Sabine, das machen wir jetzt, ne? Ja, du, wegen mir können wir losgehen, ne? Da saßen wir, ohne Scheiß, lang, 40 Minuten, wir sind in den Laden reingekommen, 40 Minuten später, das weiß ich noch ganz genau, saßen wir wieder im Auto, da war alles vorbei, wir waren satt und saßen im Auto, sind nach Hause gefahren und haben uns wieder rege unterhalten, haben geschnattert wie 2 junge Frauen, die sich alles erzählt haben und wir haben darüber gesprochen und darüber gesprochen, aber im Lokal und beim Essen, das können wir Deutschen nicht, ne? Das können wir nicht und ich habe mal, mir hat mal jemand anders gesagt, wenn du einen Deutschen fragst, wie das Essen war, dann sagt er, ich bin satt geworden. Und wenn du alle anderen fragst, dann sagen die, das war sehr, sehr lecker. Ne? Ja. Und das ist so, bei den Deutschen ist das so, ne? Hauptsache viel. Ja. Viel, schnell rein, fertig, wir müssen weiter. Ne? So richtig genießen ist da nicht.
Also ich kann das voll nachvollziehen und das hat mich tatsächlich, wenn ich habe kurz die Augen zugemacht und habe mir das, ich habe mir genau vorgestellt, wie wir da irgendwo in so einer Taverne sitzen und ein paar Stunden und irgendwann ist es 11 Uhr und die machen die Jalousien runter, sage ich mal, und du wunderst dich auf einmal, oh Gott, sitzen wir schon so lange, das war ja so ein schöner Abend, aber es ging nicht hauptsächlich ums Essen, ne? Roberto, sag mal, wie geht's bei euch weiter? Habt ihr was für die Zukunft geplant? Keine Ahnung, ein Kochbuch, weitere Produkte, vertrieblich, die Weltherrschaft. Was strebt ihr an? Ja, die Weltherrschaft haben wir Pinky und Brain überlassen, da machen wir uns jetzt heute nicht dran. Aber nee, wir sind so, wie wir uns jetzt aufgestellt haben, wir sind eh schon schneller gewachsen, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir sind eigentlich ganz happy, so wie es läuft und haben die Überlegung, ob wir noch das ein oder andere Öl mit einem bestimmten Geschmack mit reinbringen. So, das ist so ein bisschen die Überlegung, die wir machen. Aber der nächste Schritt, der für uns ansteht, ist, dass wir aus unserem Öl, was aktuell eigentlich schon Bioöl ist, wir sprechen immer von Bioqualität. Wir haben hier in Deutschland noch nicht quasi das Siegel noch nicht angemeldet. Da sind wir gerade noch dabei, das fertig zu machen, weil es ist eigentlich ein Bioöl. Das ist das nächste, was wir machen wollen, dass wir das offiziell auch als Bioöl bestimpfen können. Ja, okay. Das ist nur eine Formalität, sage ich. Genau, ist eine Formalität, die wir erledigen müssen. Da haben wir ja einige Hürden, die wir hier in Deutschland mitnehmen wollen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, wir machen das Ganze, weil wir wirklich Spaß an der Freude haben. Wir zielen jetzt nicht auf irgendwie Großabnehmer ab, die sich das dann irgendwie groß ins Regal stellen, wo es dann da verstaubt. Wir haben Spaß, wir suchen uns unsere Partner aus, wir sind in der guten Position, dass wir mit guten Leuten zusammenarbeiten können, dass wir uns das auch suchen können, mit wem wir zusammenarbeiten, die auch in dem Produkt stehen, und das machen wir so weiter und dann schauen wir, wo uns das hinbringt. Ja, klasse, Roberto. Mensch, das war echt ein tolles Gespräch, was wir beide gehabt haben. Da war echt richtig vieles Interessantes dabei. Ich muss wirklich sagen, dass ich endlich mal richtig was über Olivenöl gelernt habe. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das genauso extrahieren können und da was für sich mitnehmen können. Und ja, es war zu erwarten, ne? Gute Qualität macht sich bezahlt, sag ich mal, also zahlt sich aus. Man merkt es beim Kochen und beim Essen. Ja, ich kann nicht mehr sagen als danke für das Interview und auch danke für deine Zeit. An die Zuhörer da draußen, auf 3oliven.de könnt ihr den Shop finden. Wir haben noch mit den Jungs von den 3 Oliven haben wir noch abgemacht, dass wir noch einen Rabattcode einrichten. Wenn ihr also auf den Online-Shop geht und Gaumenfreude10 eingebt als Code, dann kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Und ja, probiert's aus. Roberto, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das mal wieder machen. Gerne. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Besten Dank für alles. Ja, vielen Dank.